Berlin, Freitag, der 18.09.2015. In der Elsenstraße zwischen Kielufer, Landwehrkanal und Harzer Ecken feiert der Kiez im Wandel sein nunmehr drittes Fest. Ziel ist es, wie schon 2013 und 2014, im Wohnumfeld Brücken zwischen den Nachbarschaften zu bauen und über gemeinsame Aktivitäten zu einem alltäglichen, positiven Miteinander zu finden. Bezirksbürgermeisterin Dr. Franziska Giffey ist mit einem Arte-Team mittendrin dabei. Wir sind ja ein interessantes Forschungsfeld, weil bei uns eben die Zahlen so immens sind. Wir haben 325.000 Menschen, die hier leben. Etwa die Hälfte hat einen Migrationshintergrund. Menschen aus über 160 Nationen leben hier zusammen. Und das ist natürlich spannend, aus auch internationaler Perspektive zu betrachten. Wie wirkt sich eigentlich die Wanderungsbewegung global aus auf Städte? Was macht das mit Städten? Welche Herausforderungen bringt das für Städte mit sich? Und da gehört Neukölln eben mit dazu bei den interessanten Gebieten, wenn wir auch ja große soziale Schwierigkeiten hier haben. Aber zu zeigen, dass es auch gehen kann, dass bestimmte Dinge auch funktionieren, dass Schule, Kiez, Stadtteilentwicklung, Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können, das ist schon ganz wichtig und das zeigt sich an solchen Tagen wie heute. Zur Geschichte des Straßenfestes gehört auch der Rewe- und Nahkaufkaufmann Michael Lind. Wir haben heute mitgebracht 4.000 Euro für die Schule. Der Bezirksstadtrat Jan-Christopher Rämer weiß nachhaltiges Engagement sehr zu schätzen. Wo geht man hin, wenn man Butter und Milch braucht? Da geht man zum Nahkauf. So. Und das heißt, dass alle Nachbarn eigentlich auch diesen Laden kennen. Und dann ist natürlich selbstverständlich, wenn nicht nur die Nachbarschaft in den Nahkauf reinkommt, sondern dass der Nahkauf auch in die Nachbarschaft rauskommt. Und dann ist das, was Herr Lind macht, natürlich hervorragend. Die Unterstützung der Schulen, zu Spenden aufrufen, Pfand geben, Wechselgeld erhalten. Das sind alles die kleinen Möglichkeiten, wie im Prinzip die Nachbarschaft dazu beitragen kann, dass in der Nachbarschaft was passiert. Und Herr Lind macht das super. Die soziale Seite, das Engagement für Kinder und Jugendlichen im eigenen Kiez. Ganz selbstverständlich im Stadtteil mitmachen. Herr Lind hier von Nahkauf ist natürlich schon lange unser Partner, engagiert sich hier im Kiez und das finden wir natürlich sehr schön. Und jetzt aktuell, unsere große Herausforderung ist die Flüchtlingsbewegung in die Stadt. Und auch da hat er gesagt, er will sich engagieren und das nehmen wir natürlich als Bezirk auch gerne auf. Fantasievoll zusammenarbeiten, nachhaltigen Initiativen Raum geben. Das ist das Neuköllner Praxiskonzept. Toleranz und Verständnis in einem sich wandelnden Europa sind auch in Neukölln ein ganz großes Thema. Im Moment haben wir die Situation, wir haben unglaublich viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die eine neue Heimat in diesem Land auch suchen. Und da ist der Zusammenhalt dann auch in der Nachbarschaft und das solidarische Engagement von allen Beteiligten. Und da gehört natürlich auch die Wirtschaft mit dazu. Unglaublich wichtig, um Willkommen nicht nur Willkommen auszusprechen, sondern Willkommen gelingen zu lassen. Die Harzer Ecken, ein Kiez im Wandel, feiert sein drittes Straßenfest. Bunt, vielfältig, natürlich auch mit Laborcharakter in Richtung Zukunft, aber immer mit Experimentierfreude und mit einem ganz unverwechselbaren Neuberliner Charme. Mich beeindruckt immer wieder das hohe ehrenamtliche Engagement auch, dass ein Straßenfest vor allem auch dann funktioniert und in seiner Vielfältigkeit funktioniert, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, zu planen, aufzubauen und den Nachmittag hier zu verbringen. Und wenn auch noch die Sonne scheint wie heute, naja, dann haben wir richtig was richtig gemacht.